Johannes. Wir haben noch 2,5 Minuten und das Lied geht 3. Geht das? Okay. Das letzte Lied, jetzt kommen nämlich Workshops nach und finde ich gut, die Dinge auch zu tun und nicht nur über mich drüber zu reden. Das nächste Lied hat DIY und den Rest lasse ich weg. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen berühren heute Abend und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Do it yourself. Letztens kam ich wieder mal von Arbeit nach Haus und zugegeben war ich eher mittelmäßig drauf. Das wurde dann nicht besser, als ich um mich sah. Gesichter so lebendig wie ein Bausparvertrag. Meine Laune dann im Keller, alles schien mir so verkehrt. Da beschloss ich, dass ich heute feiern gehen werd. Ich tanzte ausgelassen, bis ich plötzlich sah, dass ich zwischen Haufen Männern wieder die Einzige war. Schlecht gelaunt ging ich nach Haus, verfluchte das System. Da sah ich an einer Wand etwas in großen Lettern stehen. Wie angewurzelt stand ich da, der Schriftzug sehr bekannt, doch mir schien, als ob ich was da steht zum ersten Mal verstand. DIY, ich tue es jetzt selbst, nehme es selber in die Hand, kreiere mir meine eigene Welt. DIY kann auch heißen, frag dich, wer du bist, und fang an, das zu tun, was du an anderen vermisst. DIY ist doch mehr als nur ein Schrank, eine eigene Elektrik oder eine selbstgebaute Bank. Lei, 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 lei. Am nächsten Morgen dann mein Kopf in der Rollbeton, setzte ich mich ans Klavier und schrieb einen ärgerlichen Song. Ich beschwerte mich melodisch über all den Trübsinn hier und schimpfte übers Schimpfen. Da dämmerte es mir, mir fielen die Worte wieder ein, die ich gestern las, und in meinem kleinen Hirn, da änderte sich was. Ich ging zu meinem Nachbarn, der mich täglich wütend macht, und dann spielte ich das Spiel, ob ich schaffe, dass er lacht. Dann lud ich 10 Freundinnen ein in ein Tanzlokal, und dann tanzten wir, wie's uns gefiel, und waren in Überzahl. Und weil's mir an Berührung fehlt, ich muss es deklamieren, ließ ich mich dann bei Sinnesart eine Stunde lang massieren. DIY, ich tue es jetzt selbst, nehme es selber in die Hand, kreiere mir meine eigene Welt. DIY kann auch heißen, frag dich, wer du bist, und fang an, das zu tun, was du an anderen vermisst. DIY ist doch mehr als nur ein Schrank, eine eigene Elektrik oder eine selbstgebaute Bank. DIY heißt, ich fang an, der oder die zu sein, von denen wir mehr bräuchten in der Welt, wie wir sie wollen. Die Fremdenfeindlichkeit in unserem Land steht mir bis hier, darum frühstücke ich heute mit Fatima und Bashir. Mein Chef, der mag mich nicht, obwohl er gar nichts von mir weiß, also frage ich ihn doch, wie seine Lieblingsplatte heißt. Gestern war ich wirklich wütend und es fiel gar keinem auf, also fasste ich mir Mut und ließ den Tränen ihren Lauf. Und so gibt's noch vieles mehr, das ärgert mich massiv, und es ist auch sehr verständlich, aber ineffektiv. Und so beginne ich nun, das zu tun, was mir an anderen fehlt. Und ich gebe zu, dass mich dabei oft Einsamkeit quält. Aber da ich es ja anders will, weiß ich, wie ich mir helfe. I stop waiting for the others, and I do it now myself. DIY, ich tue es jetzt selbst, nehme es selber in die Hand, kreiere mir meine eigene Welt. DIY kann auch heißen, frag dich, wer du bist, und fang an, das zu tun, was du an anderen vermisst. DIY ist doch mehr als nur ein Schrank, eine eigene Elektrik oder eine selbstgebaute Bank. DIY heißt, ich fang an, der oder die zu sein, von denen wir mehr bräuchten in der Welt, wie wir sie wollen. DIY heißt, ich fang an, der oder die zu sein, von denen wir mehr bräuchten, in der Welt, wie wir sie wollen. Vielen Dank und einen wunderschönen Abend.